Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Kleinstetten, herzlich willkommen zur Eröffnung der Wienerberger Akademie. Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste heute unserer Einladung gefolgt sind und ein neues Kapitel in der Geschichte von Wienerberger aufschlagen, mit uns gemeinsam. Warum haben Sie sich entschlossen, diese Aktivität zu starten und was war das Motiv dahinter? Die Intention der Wienerberger Selbstakademie, ganz klar, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, mit rasanten Veränderungen, neue Herausforderungen, auch steigende Anforderungen an Produkte, an den Normen. Und dementsprechend ist es für uns als Wienerberger, Marktführer in Österreich, auch unsere Verantwortung, unseren Partnern und deren Mitarbeitern Möglichkeit zur Ausbildung und Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Da kommen Kunden, die ganz besondere Wünsche haben, die sich vielleicht ein Eigenheim bauen möchten. Wissen Sie das? Ein Eigenheim ist für die meisten Menschen ein Lebensziel. Und ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass das ein Lebensziel für meinen Kunden ist, warum kann ich nicht mit dem Kunden offen über das reden? Man muss gerade bei diesen Klebersystemen aufpassen, dass ich wirklich im System bleibe. Wenn sie an einem bestimmten Klebet, also in dem Fall einen Planziegel organisiert und sagt, ich pick den jetzt mit irgendeinem Brunnenschaum zu, dann kann man ihm eigentlich nur raten, dann mach zusätzlich noch 6 Pfeiler aus dem genau diesem Material für sie in die Prüfanstalt und lass abdrücken, damit du weißt, was das Ding überhaupt aushält. Jetzt fürs erste Mal ein bisschen Grundlagen, ein bisschen Materialien und dann ab Herbst also in das Eingemachte, in die Hardfacts. Okay, herzlichen Dank, Herr Pech, Dankeschön. Die Rechtswissenschaft kann dem komplizierten Ziegel in nichts nachstehen. Warum die Wienerberger Akademie das bringt, finde ich sehr gescheit. Und zwar alleine deshalb, weil es bedeutet für jeden, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, einen Wettbewerbsvorteil. Weil jeder, der es nicht weiß, der sich mit diesen nicht greifbaren Dingen, mit Rechten, mit den Dingen, die damit zusammenhängen, nicht auseinandersetzt, kann sich, und vielleicht haben die ein oder anderen sich da auch bereits einen ordentlichen Schiefer mal eingezogen, wirklich arg in die Nesseln setzen und es kann sehr teuer werden. Der klare Ansatz ist ja, ein bisschen was anderes reinzubringen und was Neues, auch hier einen innovativen Ansatz zu bringen. Und deswegen haben wir da, oder ich da sehr lange recherchiert, auch in anderen Branchen, wie dort Fortbildungen von Partnern und anderen bekannten Gewerken quasi dort funktioniert und wie die das sehen, und ich glaube, wir haben einen sehr guten praktikablen Mix geschaffen, wo wir jetzt damit starten und den wir natürlich kontinuierlich ausbauen werden.